Wie ist die Lage? Die Lage ist im Moment sehr entspannt. Ja. Ja, die Krise hat bei uns noch keinen Platz gefunden und die Lage ist gut wie selten eigentlich. Und ich kann nur sagen, Leute, ne, macht's wie wir so, dann seid ihr auch, habt ihr mit der Krise nichts am Hut. Wie ist mit World of Warcraft? Wie ist da die Lage bei dir? Auch eigentlich sehr gut. Also ich muss leider sagen, ich habe jetzt wieder so meinen Arbeitszyklus aufgenommen. So, ich habe jetzt viele, viele Monate eigentlich extrem meine Arbeit erstmal so brach liegen lassen, habe wenig gespielt auf Bühnen, habe auch erstmal das Studium mal ein bisschen vermieden konnte, das heißt die ganze Zeit durchzocken. Also ich war seit Release des Add-ons bis eigentlich zu diesem Monat Dauerzocker, bin dementsprechend natürlich auch, weil ich ziemlich viel Zeit investieren konnte, sehr weit auch im Content und das ist natürlich auch ein Punkt. Also ich spiele schon immer Warcraft, schon vor World of Warcraft habe ich die Warcraft-Teile gezockt. Dann dementsprechend auch Command & Conquer und auch Diablo und so alles, also alles eigentlich, was aus der Hause Blizzard kommt. Aber damit World of Warcraft haben sie den Vogel abgeschossen und eben weil es halt eine virtuelle Welt ist, in der ich mich dann praktisch auch anonym bewegen kann, das war halt auch ein ganz großer Punkt. Gerade ich, der wenig Anonymität auch hat, so ich ging das ist dann für mich wie Urlaub, wenn ich Warcraft Ja. spiele. So. Bist du auch ein Star in World of Warcraft oder? Ja, also ich bin aufgrund der Gilde und aufgrund unseres Raid-Standes bin ich ein theoretischer Star. Also wir sind am Content-Ende fast angekommen. Sozusagen für die Leute, die das nicht verstehen, die Sachen, die du erreichen kannst oder die Gegner, die du sozusagen besiegen kannst in diesem Spiel, in dieser Welt, die haben wir jetzt fast alle besiegt sozusagen. Und das zeichnet sich durch Titel aus, die du bekommst, die zu deinem Charakternamen zugefügt oder dahinter angehangen werden. Und natürlich auch am Equipment, also an der Ausrüstung, die du natürlich dann auch visuell einfach erkennst, abseits der Werte, die deinen Charakter sozusagen stärken. Und da sehen wir alle natürlich gerade meine Gilde sehr gut aus. Und wenn wir halt irgendwie alle kurz vorm Raid irgendwo mit 20, 30 Leuten auf einem Platz stehen, so, dann bleiben halt auch andere Spieler einfach mal stehen und du siehst halt so virtuell, wie sie dich angucken, so, Ja. weißt du? Und manchmal, wenn sie halt klicken wollen, Rechtsklick so, und dann kannst du da entweder angucken, flüstern oder einladen in eine Gruppe und sie halt aus Versehen dich halt in eine Gruppe einladen, merkst halt, okay, der wollte dich halt gerade angucken und hat halt den falschen Knopf gedrückt, so, weißt du? Also es ist schon, es gibt dir natürlich so eine gewisse Anerkennung, nur allein aufgrund der Anerkennung spiele ich nicht, weil diese vermeintliche persönliche Anerkennung, die genieße ich ja so in meinem Beruf, egal ob jetzt positiv oder negativ, ja. Und von daher brauche ich jetzt Warcraft nicht sozusagen, um irgendwelche, so wie man es gerne sagt, halt menschliche Schwächen irgendwie zu kompensieren. Also ich flüchte mich zwar auch in eine gewisse Welt, aber ich bin da sehr gerne und ich liebe das Spiel so wie es ist, ja, so wie du deine Freundin liebst und die hat auch manchmal Mundgeruch oder hat auch irgendwie mal, ist halt scheiße geschminkt und so ist es mit dem Spiel genauso. Ich liebe das Spiel einfach und so wie man halt seine Frau liebt oder so halt. Jetzt gibt es aber Kritik eine Menge an World of Warcraft, was aber oft das Phänomen dahinter steckt, dass es verwechselt wird mit sowas wie Ego-Shootern, also Schießspielen, was World of Warcraft ja gar nicht ist. Wenn man die Geschichte sieht, ist das ja entstanden aus den Rollenspielen, die ja schon in den 80er Jahren zu Hause im Wohnzimmer gespielt wurden mit Würfeln Die habe ich auch und gespielt, ja. Vorlesekarten Mit und jetzt quasi. 20-seitigen Würfeln und so Genau. weiter und so fort. Ich habe Midgard gespielt und Shadowrun gespielt und alles und Schwarze Auge und sowas. Ja, als 13-, 14-Jähriger habe ich da schon gestartet. Aber man muss halt sagen, im Endeffekt geht es halt bei jedem Spiel darum, dass du irgendjemanden halt irgendwie erledigen musst, eliminieren musst, keine Ahnung was. Und jetzt nur, weil das eine irgendwie Monster sind, das andere sind dann irgendwie kleine Schweine, das andere sind Menschen, ja. Und bei Warcraft sind es dann irgendwelche Dämonen oder Geister. So, im Prinzip ist es dasselbe, aber da steckt der Teufel auch wieder im Detail. Ich meine, so, man hat dann wieder irgendwas und dann stürzt sich wieder irgendein Politiker mit einer Aussage oder ein großes Magazin, schreibt dann irgendwie einen Bericht über World of Warcraft und auf einmal sind das alles die nächsten Attentäter der Schulen und das ist doch viel zu einfach. Aber das war ja bei mir genau dasselbe. Also so einfach geht das nicht und man muss dann einfach auch differenzieren und wenn die Leute eine gesunde Einstellung zum Leben haben, dann werden sie weder durch Marilyn Manson noch durch Bushido noch zu World of Warcraft und auch nicht durch Counter-Strike zu mördern. So. Das kommt auch bei World of Warcraft, ist mein Eindruck, darauf an, was für ein Umfeld man hat. Wenn man ein gutes soziales Umfeld hat, wird man das spielen, aber wird abends auch wieder rausgehen oder sonst was machen. Wenn man es nicht hat, bleibt man wahrscheinlich dran hängen. Theoretisch ja, nur dann ist es auch wieder zu. Ich hatte auch ein gutes soziales Umfeld.
Ich meine, ich hatte kein gutes soziales Umfeld und ich hatte natürlich auch meine Konfrontation mit Gesetzeshütern und sowas gehabt. Aber im Endeffekt würde ich doch mal tippen, dass ich relativ vernünftig bin, beziehungsweise ich weiß, wann ich einen Fehler mache. Und wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich auch etwas Verbotenes mache, dann weiß ich, dass ich das mache und ich trage auch dann die Konsequenzen. Das hat auch meine Mutter mir immer gesagt. Mach, du bist ein vernünftiger Junge. Auch wenn du Scheiße baust, du wirst irgendwann vernünftig werden und mittlerweile, verstehst du, weiß meine Mutter auf jeden Fall, dass aus mir was geworden ist. Hast du denn nicht trotzdem das Gefühl, manchmal, hey, das hält mich zu lang am Rechner, ich komme hier nicht weg, ich wachse hier noch fest? Ich habe dieses Gefühl jeden Tag. Ich muss mich manchmal zwingen, nicht zu spielen, weil ich dann manchmal sage, okay, warte mal, ich guck mal kurz rein. Vielleicht habe ich im Auktionshaus was verkauft oder einer hat mir was geschrieben oder irgendjemand sagt mir Hallo. Aber dann mache ich es nicht, weil ich dann eh wieder weiß, ich bleibe da 3-4 Stunden hängen. Oder wenn ich dann doch mal kurz drin bin und irgendwie einer schreibt mir, hey, wollen wir das und das so schnell machen und so, dann weiß ich, so schnell ist das nicht. Und ich brauche da jetzt schon bestimmt 5 Stunden. Und wenn ich weiß, hey, ich habe jetzt keine 5 Stunden, dann fange ich erst lieber nicht an. Aber ich bin halt leider auch ein Ausnahmefall. Also mich nach Zeit zu fragen, ist immer ziemlich schwierig. Da ich selbstständig bin, da ich auch erfolgreich selbstständig bin, ich habe keinen Chef, ich brauche keine Krankschreibung. Ja, die Jungs und Mädels, die hier mit mir und auch für mich auch arbeiten, die auch alle einen sehr guten Job machen, so, wenn ich nicht kommen will, rufe ich an und sage, ich komme nicht. So, verstehst du? Auch wenn das natürlich für die Leute, mit denen ich verabredet bin, natürlich scheiße ist, ja, aber für Warcraft habe ich das echt schon mal gemacht. So. Ich habe Interviews abgesagt und habe halt Mirko gesagt, ey, sag einfach irgendwas so. Verstehst du? Also ich komme halt nicht. Und heute bin ich zum Beispiel auch extra gekommen, weil ihr das auch seid, weil meine Mutter liegt gerade im Krankenhaus. Ich meine, das war jetzt nur ein Handgelenkbruch, aber egal. So. Und ich bin gerade aus München über Rom gekommen und habe jetzt kurz überlegt, so fahre ich jetzt einfach zu meiner Mama? Ich so, nein, scheiß drauf, ich komme jetzt erstmal her und ich mache das. Aber wie gesagt, ich kann halt machen, was ich möchte. Und deswegen kann ich einfach, wenn es hart auf hart kommt, 3 Tage, 5 Tage oder auch 10 Tage am Stück spielen. So. Ohne, dass das Geschäft leidet? Ja, klar. Ohne, dass das Geschäft leidet. Und deswegen so. Da muss ich aber auch mal einen Monat im Jahr arbeiten, so, weißt du? Aber wenn ich diesen Monat hinter mir habe, dann kann ich wieder zocken. Und wie gesagt, also ich versuche natürlich auch meine ganzen Hotelaufenthalte und so natürlich so zu legen, dass ich sage, hey, ich brauche Internet. Auch wenn ich auf Tour bin, sage ich, in jeder Location, wo ich ankomme, brauche ich Internet. Ja, weil ich brauche eine vernünftige Verbindung zum Warcraft-Server und um einfach das auch zu machen, weil das ist ein Teil, den ich auch pflegen möchte. Das ist ein Hobby von mir und eins meiner Hobbys, mit denen ich kein Geld verdiene, aber ich finde das geil so. Ich bin einfach Fan, ich bin ein richtig krasser Fan davon und deswegen freue ich mich auch über alle neuen News und ich bin jeden Tag auf den einschlägigen Warcraft-Seiten und in den Foren und so und wie gesagt, mein ganzer Freundeskreis findet mich bescheuert so. Die lachen mich alle aus und finden das voll langweilig. Aber ich habe mich so weitgehend emanzipiert, dass ich mir keine Ausreden ausdenke für Warcraft, sondern ich sage, ich kann heute nicht. Warum? Mittwoch 19 Uhr. Ja. Server Reset. Ich muss ran. So. Also dein Second Life ist quasi World of Warcraft. Mein Third Life. Dein Third Life. Ja, mein Second Life ist Bushido und also, okay. Mein drittes Leben ist Warcraft, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob da nicht noch manchmal so die Gewichtung fällt, dass dann Second Life Warcraft ist und Third Life ist Bushido, weißt du, also das wechselt manchmal. Manchmal ist Warcraft auch mein First Life, also, aber das ist gut. Ich brauche auch diese Intensität, alles andere wäre für mich Quatsch. Ich kann nicht rein 20 Minuten durch Orgrimmar laufen und dann wieder offline gehen. Das geht nicht. Das bringt mir nichts. Das bringt keinen Kick. Und ich brauche den Erfolg. Und wie gesagt, ich habe das Glück, dass meine Gilde mit mir auch zusammen sehr erfolgreich ist. Und ich spiele auch eine tragende Rolle. Und das macht mich auch stolz. Dann möchte man auch. Und das ist ja überall so. Je erfolgreicher man ist, desto lieber macht man das, was man macht. Also, ne, so irgendwie Zeitung-Cover und Goldplatten und sowas bringen dich dazu, Echo gewinnen, dass du dich immer mehr machst und dann drehst du plötzlich einen Film und dann schreibst du auch noch ein Buch und das Buch ist auch noch erfolgreich und dann denkst du dir auch, jetzt spiele ich mich selber in einem Kino. So, wenn das erfolgreich wird, dann irgendwann denkst du, ich will Bundeskanzler werden. Also man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht größenwahnsinnig wird, aber... Genau, Jauch hat es gerade abgelehnt, also der will nicht in die Politik gehen. Ja, ich hätte ihn auch nicht gewählt. Ja. Ich meinte, er würde wahrscheinlich da, nicht. Ja. Da soll lieber Beckenbauer in die Politik gehen. Aber da wäre auch deine Grenze. Wo? Zu sagen. Also dass der Erfolg würde dich nicht so weit treiben, dass du sagst, vielleicht könnte ich mir überlegen, in die Politik zu gehen. Doch. Doch? Natürlich. Ich meine, solange ich nicht an Größenwahn erkranke,
ist das für mich doch eine, auf jeden Fall eine Alternative, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich bin jetzt 30, werde im September, am 28. werde ich 31 und ich will das ja auch nicht auf Lebenszeit machen. Ja? Also ich kann mir vorstellen, mit einem gewissen Alter habe ich keinen Bock mehr auf Rappen und Bravo-Cover und Bühne und Auftreten und irgendwie durch Deutschland tummeln und sowas. Ich will halt jetzt noch mal schön meine Grenzen austesten, irgendwie auch mit dem Kinofilm. Dann werde ich Konzerte im Ausland spielen. Ich habe meine Flugangst überwunden, das heißt, ich fliege nach Russland und so weiter und so fort und mache da halt jetzt noch ein paar Jahre richtig Halligalli und danach... Auch in Deutsch? Ja, natürlich, okay. Klar. Und ich will halt noch ein paar Jahre Halligalli machen und irgendwann ist dann auch Ende Gelände. Dann mache ich Familie mit hoffentlich vielen Kindern und meiner Traumfrau. Und wenn ich das auch irgendwann geschafft habe und ich nichts mehr zu tun habe, so, dann habe ich mir eh überlegt, ob ich erstmal Bürgermeister von Berlin werde. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe, dann, keine Ahnung, dann muss man gucken, was ich alles machen muss. Entweder Bundespräsident oder Bundeskanzler oder so. Oder generell Politik einfach. Ja, ich meine, Bundeskanzler, das ist ja alles hell Hirngespinste. Aber ich fände das okay, weil ich meine, ich betreibe ja jetzt schon Meinungsmachen mit meiner Musik. Mhm. Viele Leute hören mich ja auch oder hören auch auf mich. Oder indem sie meine CD kaufen, ist es ja so, wie wenn ich dir meine Stimme gebe. Deswegen ist da kein großer Unterschied. So, ich kann Sachen bewirken in der Musik, ich kann Sachen bewirken in der Politik und ja, mal gucken. Ich meine, ich denke mal so, ich bin eh auch so ein Prototyp so vom neuen Deutschen auch oder auch vielleicht auch vom neuen Politiker, weißt du, weil Deutschland sieht halt anders aus als vor 50 Jahren. Ja, und das müssen wir langsam mal begreifen und im Endeffekt sage ich dann einfach so, ja gut, so dann... Mag doch jetzt einfach mal einen auf Politik. Kann aber sein, dass ich gar nichts mache. So. Und gerade wenn du so polarisierst und auch so extrem auch auf der einen Art und Weise bist, musst du ja besonders viel Fingerspitzengefühl mit den Menschen haben. Weil da kommen einfach Leute, die haben auch Vorurteile dir gegenüber. Und die habe ich auch selber heraufbeschworen. Absolut, mit deiner Beschwör mich auch nicht, ja, ganz genau. Und auf der einen Seite würde ich gerne was Positives bewirken mit meiner Musik. Auf der anderen Seite gibt es Lieder, mit denen bewirke ich was Negatives. Ja. Dann gibt es Sachen mit Karel Gott, wo dann wirklich wieder jeder sagen kann, es ist nett. Auch irgendwie der ältere Herr aus dem Flieger heute von München nach Berlin. Und ich habe für jeden irgendwie was im Gepäck. Und ich glaube, das macht es ja auch irgendwie so. Weißt du, so der eine sammelt Hasen, der andere legt halt irgendwie Bosse in Uldua. Und der andere versucht sich halt irgendwie über einen Hannes-Chat eine Freundin zu besorgen. Also ich, verstehst du, wir machen alle das, was uns gefällt. Und solange wir damit keinem schaden, ist das schon okay. Beziehungsweise man sollte sich erklären können, sagen wir es mal so. Ja, okay, gut. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Dankeschön.